Sizilien ist mit einer Fläche von 25.426 Quadratkilometern größer als Slowenien, damit die größte Mittelmeerinsel und gehört zu Italien. Über 80% der Fläche sind Berg- oder Hügelland. Der Ätna ragt 3.352 Meter aus dem Meer und bildet die höchste Erhebung. Hier herrscht ein mediterranes Klima. Die Sommer sind heiß und trocken, die Winter mild und feucht. Von Mai bis September fällt kaum Niederschlag. Mit einem Direktflug von Frankfurt nach Palermo oder Catania ist man etwa 4 Stunden unterwegs. Trotz schonungsloser Rodungen ist Sizilien mit etwa 3000 unterschiedlichen Pflanzenarten die vegetationsreichste Insel des Mittelmeers. Neben einer Vielzahl an Wildpflanzen, wie zum Beispiel Orchideen, mit einer hohen Anzahl endemischer Arten, gedeihen in einigen Regionen subtropische und tropische Pflanzen wie Bougainvillea, Jasmin, Mimosen, Gummibäume, Bananenstauden oder Papyruspflanzen. Zu den wichtigsten Kulturpflanzen zählen seit griechischer Zeit Weinreben und Olivenbäume, seit römischer Zeit Hartweizen. Durch den Einfluss der Araber kamen Zitrusfrüchte und Mandelbäume nach Sizilien, mit den Spaniern Tomaten, Paprika und Auberginen. Die Lava aus dem Ätna wird etwa nach 250 Jahren zur fruchtbaren Erde. Weinanbau, Fischerei und Tourismus spielen hier eine große Rolle. Der Straßenverkehr bietet selbst einem erfahrenen deutschen Führerscheinbesitzer immer wieder mehr als interessante Herausforderungen und Regelinterpretationen. In der zerklüfteten Landschaft können sich die Ingenieure und Meister des italienischen Straßenbaus beweisen. Spektakuläre Autobahnbrücken gehören demnach zum Landschaftsbild. Die engen Gassen mancher alten Städte sind allerdings nicht auf modernen, schnellen Gegenverkehr ausgelegt. Der Verkehr wird dann über Einbahnstraßen geregelt, was die Orientierung erschwert. Ein Navi ist dabei eine hilfreiche Unterstützung. Durch die Rodung der Wälder und intensiv betriebene Jagd wurde der ursprüngliche Bestand an Wildtieren wie Rotwild, Wölfe, Füchse und Wildkatzen nahezu ausgerottet. Die Menschen auf Sizilien sind geprägt von der typisch mediterranen Gelassenheit. Das Leben findet auf der Straße statt. Hier trifft man sich nach Sonnenuntergang zum Plausch bei einem Rotwein oder schlendert mit der Familie durch die Gassen. Der Glaube an Gott spielt in Sizilien eine große Rolle. Vor allem in der Karwoche wird das deutlich. Dann finden zu den unterschiedlichsten Tages- und Nachtzeiten religiöse Umzüge und Prozessionen statt.
Bei dem Thema Umweltschutz haben die Sizilianer noch großen Nachholbedarf. Der Recyclinggedanke steckt noch in den Kinderschuhen. Oft sieht man am Straßenrand allerlei Müll. Von den 4.960.000 Inselbewohnern leben etwa 665.000 in Palermo. Die Stadt blickt auf eine lange Geschichte, die bis 800 Jahre vor Christus zurückreicht. Von der Mafia brauchen sich Touristen nicht zu fürchten. Sizilien gilt als sehr sicheres Reiseland. Was man auf keinen Fall versäumen sollte, ist ein Besuch der traditionellen Märkte. Hier wird alles angeboten, was sich auf der Insel anbauen oder fangen lässt. Eine Stadtbesichtigung ist auch ohne Sightseeing-Bus möglich, da viele Sehenswürdigkeiten nah beieinander liegen. Dazwischen bieten grüne Oasen eine willkommene Erholung von der Hektik der Stadt. Unterwegs zwischen den Plätzen gibt es immer wieder ungeschminkte Einblicke in den Alltag und das Leben der Bewohner. Neben quirligen, farbenfrohen und ursprünglichen Märkten, in denen Frisches aus dem Meer und von den Feldern angeboten wird, gibt es, wie in anderen Großstädten, leider auch einige dunkle Gassen und verdreckte, unansehnliche Hinterhöfe. Wir beginnen unseren Rundgang an der majestätischen Kathedrale an der Via Vittoria Emanuele. Der Dom wurde in den Jahren 1170 bis 1185 erbaut und in den folgenden Jahrhunderten mehrfach umgebaut und stilistisch verändert. Betritt man die Kathedrale durch das Hauptportal, wird man überrascht sein von der kühlen Pracht des Innenraums und den prunkvollen Seitenräumen. Hier finden einige Persönlichkeiten ihre zweifelhafte ewige Ruhe, unter anderem die Gattin Heinrichs des VI. Und Mutter von Heinrich des II. Daneben befinden sich die Sarkophage der eben genannten Männer. Das Teatro Politema wurde 1867 bis 1874 erbaut. Das Theater Massimo im Jahr 1897 nach 22 Jahren Bauzeit eingeweiht. Hier finden Konzerte namhafter internationaler Künstler statt. Wie eine Theaterkulisse zeigt sich der Brunnen Fontana Pretoria am gleichnamigen Platz. Aus zahlreichen nackten Göttern, Nymphen und Fabelwesen sprudelt seit 1555 erfrischendes Nass. Gleich daneben der Piazza Bellini und die Bühnenbilder am Piazza Quattro Canti. Die Fußgängerzone endet an einem Triumphtor, das 1583 zur Erinnerung an den Sieg Karls des V. gebaut wurde. Ein Besuch wert sind die Katakomben
im Kloster der Cappuccini. Etwa 8000 Mumien finden in verschiedenen Abteilungen keine ewige Ruhe. Fotografieren und Filmen ist hier daher nicht gestattet. Dank seiner herrlichen Lage direkt am Meer und zu Füßen eines mächtigen 270 Meter hohen Kalkfelsens zählt Cefalù zu den beliebtesten Reisezielen Siziliens. Die Atmosphäre in der überschaubaren Altstadt erstrahlt in einer angenehmen Stimmung, die sich schnell auf diejenigen überträgt, die nicht hastig durch die Gassen eilen. Frischen Fisch gibt es hier aus der Schubkarre und die Kirchen nebenan werden für das bevorstehende Osterfest mit neuen Blumen geschmückt. Der Bau des Domes San Salvatore begann im Jahr 1131. Diese Normannenkirche ist mit wunderschönen Goldmosaiken verziert. Drinnen wie draußen finden Vorbereitungen für den Leidensweg Christi statt. Neben vielen Souvenirläden kann man hier noch das ursprüngliche Sizilien erleben. Der Obst- und Gemüsehändler zum Beispiel bringt seine Waren direkt an die Haustür und nimmt die Bestellungen vom Balkon auf. Alte Fischer erzählen ihre Geschichten und an manchen romantischen Plätzen werden vielleicht Sehnsüchte wahr. An diesem Platz wurden bis weit ins 20. Jahrhundert hinein täglich Wäsche gewaschen. Der hübsche Sandstrand vor bizarrer Felsküste bietet Sonnenhungrigen und Wasserratten eine willkommene Abwechslung. Auch die Sonnenuntergänge in der Gegend sind nicht zu verachten. Wir verbringen die Nacht in unserer netten Ferienwohnung am Strand von Gorgolungo, freuen uns auf den nächsten Tag und auf den Ausflug ins Hinterland. Südlich von Cefalù liegt die Gebirgskette Matoni. Die Matoni ist der zweitgrößte Naturpark der Insel und mit 40.000 Hektar etwas größer als die kanarische Insel La Gomera. Die höchste Erhebung ist der Pizzo Carbonara. Er ist mit 1.979 Meter Höhe neben dem Ätna der zweithöchste Berg Siziliens. ...1989 wurde ein Teil der Monti Matoni mit seiner artenreichen Fauna und Flora des Parco del Matoni zum Naturpark erklärt und somit unter Schutz gestellt. Hier lebt man überwiegend von der Landwirtschaft. Weidetiere wie Kühe, Schafe und Ziegen streifen durch ein kleines kulinarisches Paradies.
Die vielen Kräuter auf den Bergweiden liefern eine vorzügliche Milch, köstlichen Käse und durchaus leckeres Fleisch. Neben den sizilianischen Mauereidechsen gibt es hier die wesentlich größeren, schmucken Smaragdeidechsen. Wenige, gut markierte Wanderwege führen zu landschaftlich reizvollen Stellen. Auch kurze Spaziergänge lohnen. Weiter geht es. An den Bäumen am Straßenrand sind die Knospen vor kurzem aufgeplatzt und die Äste tragen ein frisches Grün. Wir fahren an romantischen Bergdörfern und versteckten Wallfahrtsorten vorbei. Begleitet werden wir von Orchideen, die an der Straßenbüschung ihre Blütenpracht zeigen. Immerhin kommen etwa 70 verschiedene Arten auf der Insel vor. Weiter bergauf gibt es immer wieder Möglichkeiten, um eine kleine Wanderung zu unternehmen. Die Landschaft ist sehr reizvoll und bietet gerade jetzt im Frühjahr fantastische Ein- und Ausblicke. Vor allem die Gegend um Piano Battaglia ist bei Wintersportlern sehr beliebt. Auf über 1600 Höhenmetern bläst oft ein frischer Wind. Der Rückweg zur Küste führt uns über Kakamo. Über der Stadt thront eine der größten Burgen Siziliens. Daneben durften wir eher unfreiwillig die mittelalterliche Struktur des Ortes in Form ihrer außerordentlich engen Straßen kennenlernen. Die Hafenstadt Sciacca ist den meisten Touristen nur von der Durchreise bekannt.
die etwa 50.000 Einwohner, leben hier überwiegend von der Industrie, Landwirtschaft, Fischfang und von kleinem Tourismus. Wer zur rechten Zeit an den Fischereihafen kommt, kann das rege Treiben der Fischer und Händler hautnah beobachten. Die Gegend wurde schon früh besiedelt. Schon die Römer kannten und schätzten die Heilquellen dort. Wir nutzten die Stadt als Stützpunkt für Ausflüge in den Westen der Insel und ins Landesinnere. Wie an einen Fels genagelt, präsentiert sich das Bergdorf Caltabellotta. Der Ort hat etwa 4000 Einwohner und bietet bei entsprechendem Wetter einen genialen Blick auf die Küste. Auch ein Besuch der Ruinenstadt von Sillunde lohnt auf jeden Fall. Diese ausgedehnte Fundstätte besteht vornehmlich aus den Überresten der alten griechischen Stadt Sillinus, die in der Antike zu den wichtigsten Stadtverbänden Siziliens zählte. Bei einem Spaziergang durch die toten Steine finden auch Botaniker und Tierliebhaber die eine oder andere willkommene Abwechslung. Die Stadt wurde bereits im 7. Jahrhundert vor Christus gegründet. Wissenschaftler vermuten, dass die Tempel und Gebäude durch ein unterseeisches Erdbeben zerstört wurden. Anhand gigantischer Säulenfundamente können wir nur erahnen, wie großartig die Architektur damals war. Die Salzgewinnung in Trapani, in den Salinen südlich der Stadt, war über Jahrhunderte einer der wichtigsten Wirtschaftszweige. Wir als Vogelfreunde hätten uns allerdings eine größere Artenvielfalt in den Salinen erwartet. Die Burgruine Boccio Diana bei Ribera ist touristisch nicht vermarktet. Die Festung liegt wunderschön auf einem kleinen Hügel mit genialer Aussicht zur Küste und ins Hinterland oberhalb eines kleinen Flüsschens. Am Capo Bianco werden Erinnerungen an die Kreidefelsen auf Rügen wach. Ganz in der Nähe die unspektakulären Reste der antiken Stadt Heraclea Minoa. Wir fahren weiter entlang der Südküste, kommen unserem nächsten Ziel bei Modica näher, machen immer wieder kleine Abstecher abseits der Hauptstraße.
Nur auf diese Weise kommt man, allerdings eher zufällig, an solchen tollen Landschaften vorbei. Nur ungern verabschieden wir uns von der Blütenpracht und besuchen das Naturschutzgebiet, die Wendisari. Neben Füchsen, Kaninchen, Stachelschweinen und Sumpfschildkröten leben im Reservat je nach Jahreszeit bis zu 200 verschiedene Vogelarten. Wir waren offensichtlich zur falschen Zeit am falschen Ort und konnten leider nur ein paar wenige Arten sehen. Unser nächstes Etappenziel, die kleine Stadt Xisli südlich von Modica. Noto ist eine spätbarocke Stadt, die zum UNESCO-Welterbe erklärt wurde. Die heutige Stadt entstand ab 1703 südöstlich der alten Stadt, welche 1693 durch ein Erdbeben komplett zerstört worden war. Daraufhin wurde Noto planmäßig und einheitlich im Stil des sizilianischen Barocks neu aufgebaut. Modica wurde wie andere Städte im Val di Noto durch das schwere Erdbeben vom 9. Januar 1693 zerstört, bei dem in Sizilien 60.000 Menschen ums Leben kamen. Ebenfalls im Stil des sizilianischen Barocks wieder aufgebaut, ist Modica trotz zweier Überflutungen 1833 und 1902 heute ein ruhiges Regionalzentrum mit einem der schönsten Stadtbilder im Stil des sizilianischen Barocks. Die Gegend um Ragusa war bereits im 3. Jahrtausend vor Christus besiedelt. Auch diese Stadt wurde im Jahr 1693 von dem Erdbeben fast völlig zerstört. Im Rahmen des Wiederaufbaus entstanden zwei Stadtteile, einer auf dem Gebiet der ursprünglichen Stadt und einer auf einem etwas höher gelegenen Felsplateau im Westen. Bei der Weiterfahrt in Richtung Catania beschlossen wir, abseits der großen Straßen über die Hybläischen Berge zu fahren. Die Straße wurde immer schmaler und drei Wohnmobile vor uns verstopften zuletzt die Sackgasse in der Nähe von Pantalissa. Das artenreiche und bunte Straßenbegleitgrün lenkte uns ein wenig ab. Wir nahmen uns dann etwas Zeit und erkundeten die wundervolle Landschaft zu Fuß und waren auch da nicht allein.
Südlich von Lentini wird saubere Energie erzeugt. Nur wenig weiter konnten wir einen ersten Blick auf den Ätna werfen und freuten uns auf unser letztes Etappenziel. Von unserer letzten Unterkunft, einer traumhaft gelegenen Finca nördlich von Chiare, hatten wir einen hervorragenden Blick auf den Feuerberg. Bei einem ersten Ausflug an den Fuß des Ätna spielte leider das Wetter nicht mit, sodass wir unsere Reiseplanung ein wenig umstellen mussten. So besuchten wir am nächsten Tag Taormina, die Stadt mit dem tollen Theater. Touristenströme zeigen einem den Weg dorthin. Gut, es war das Osterwochenende, aber solche Menschenmassen hatten wir nicht erwartet. Die vielen Personen trüben natürlich das Bild des an sich schönen Ortes. Auch die beiden Musiker trugen nicht wesentlich zu unserer Beruhigung bei. Letztlich präsentierte sich das alte römische Theater als eine riesige Baustelle. Und das für stolze 10 Euro Eintritt. Einen schönen Fleck Erde hatten sich die Römer damals auf jeden Fall ausgesucht. Wir fuhren weiter den Berg hinauf in den Ort Castelmona. Ein Tipp von Markus und seiner sizilianischen Freundin kam uns in den Sinn und wir besuchten die kuriose Penisbar Turisi direkt neben dem Gotteshaus. Die Kneipe ist übersät mit entsprechenden Bildern und Gegenständen. Auch die Kacheln in der Toilette und die Armaturen am Waschbecken sind, sagen wir einmal, thematisch angepasst. Beim Sundowner an unserer Ferienwohnung blickten wir wieder einmal auf den Ätna und wünschten uns nur eines: schönes Wetter für den nächsten Tag. Tatsächlich, am Morgen waren die dunklen Wolken verschwunden. Und wir starteten unseren Ausflug auf den Feuerberg. Bereits die Anfahrt bot wundervolle Blicke in die fantastische Vulkanlandschaft. Das Refugio Sapienza liegt auf etwa 1900 Meter und kann problemlos mit dem PKW angefahren werden. Von hier aus kann man kleine Spaziergänge auf benachbarte kleine Krater unternehmen. Außerdem liegt hier der Ausgangspunkt für verschiedene Exkursionsziele. Wir entschieden uns für das bequeme, volle Programm: Bergbahn und Geländewagen. Es ist schon ein wenig Massenabfertigung, aber wer wird das nicht über sich ergehen lassen,
wenn man schon mal da ist. Auch die stolzen 62 Euro zahlt man mit gemischten Gefühlen für diese einmalige Tour. Am Ziel angekommen, vergisst man das allerdings sehr schnell. Diese einzigartige Landschaft ist auf jeden Fall das Highlight unserer Reise. Der Ätna ist Europas mächtigster Vulkan. Mit einer Höhe von 3.352 Metern dominiert er weithin sichtbar die Ostküste Siziliens. Erst vor kurzem, nämlich am Abend des 27. Februar 2017, brach er wieder einmal aus. Seitdem zeigen sich am südöstlichen Krater Lavafontänen. Mitte März kam es zu stärkeren Eruptionen, die den Flughafen Comiso zu einer Betriebspause zwangen. Der Flughafen Catania musste am 18. März wegen der Aschewolke geschlossen werden. Bei Ausbrüchen am Ätna gab es bereits mehrfach Verletzte und Tote. Die Ursachen der meisten Unglücke sind allerdings witterungsabhängig. Vulkanwanderer verlaufen sich im Nebel, erfrieren oder stürzen ab. Zurück an der Bergstation wurde uns klar, dass der Berg hier in der kalten Jahreszeit als Wintersportgebiet eine große Rolle spielt. Wir jedenfalls waren froh, dass wir den Ätna so nah sein durften. Es war ein tolles Erlebnis und wir werden uns noch lange an diesen Tag und an unsere Reise durch Sizilien erinnern. Die große Insel im Mittelmeer hat so viel zu bieten, dass wir beschlossen, diese in den nächsten Jahren noch einmal zu besuchen. Bis dahin, Arrivederci, Sizilien.